Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ich heute blamier ich nicht so viel. Oh Gott. Ich habe mich hier schon zweimal blamiert hier. Oh, Ringelbild, 50 Punkte. Och nö. Das Ringelbild hier ist eben visuelles Gedächtnis. Ich habe kein Gedächtnis, das ist ein Sieb. Och nö, bitte sagt nicht, ich muss das gleich erkennen. Ja, ich muss mir das merken. Links ist ein Turm. Nein, das Spiel wieder, dass ich den gleich wieder zusammensetze. Sowas kann ich nicht. Vor allen Dingen nicht mit so wenig Zeit. Leute, ich gehe mit 0 Punkten raus. Ich verspreche es euch. Er hat recht, man will wirklich lieber im Publikum sein. Rechnerpult, 30 Punkte. Ja, mathematisch kann ich wenigstens was. Ja, ich sehe diese wunderschöne heiße Quelle. Okay, ich muss einfach nur rechnen, wie viele noch im Wasser sind. Okay, der erste ist drin. 2. Die tauchen bestimmt gleich ab. Jetzt sind es 5. 2 gehen raus. Jetzt haben wir wieder 5. Einer ist rausgegangen. Okay, jetzt sind wir gerade bei 6. 5. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, da sind 6 dazugegangen und einer ist gegangen. Also müssten wir bei 10 sein. Ich könnte mogeln und jetzt in die Aufnahme gucken. Okay, es darf kein Feld leer bleiben. Dann machen wir mal 1. So. Hier 3. Warte mal. Ich bin nicht schnell genug für sowas. Ich wollte 10 eingeben. Ich wollte 11 minus 1 machen. Okay, ich hätte plus 1 machen müssen, aber trotzdem. So schnell bin ich nicht. Leute, wir haben ja das Grundprinzip gesehen. Ich mache jetzt wirklich einen Cut, bis ich das hier geschafft habe, weil da könnte ich jetzt wirklich eine Stunde dran hängen. Eine Ewigkeit später. Leute, ich habe es jetzt nach einer Viertelstunde bzw. 20 Minuten endlich mal hingekriegt. So.
Ich musste ein bisschen mogeln bei dem Spiel. Also bei den Sprint habe ich mir einfach immer einen Screenshot gemacht, beziehungsweise zwei. Einmal welche Reihenfolge die waren und dann noch wer überhaupt wo stand. Und nur so habe ich irgendeine Sprintstufe 2 und 3 geschafft. Dann hatte ich noch Glück bei einem anderen Spiel mit den Ninjis. Herzlichen Glückwunsch, wir gratulieren dem Gewinner und seinen Freunden. Also nochmal will ich das nicht machen. Weil das ist echt nichts für mich, in so einem Memory. Gleich erhaltet ihr euren Preis, einen exklusiven Besuch im Quell der frischen Farben. Fällt nicht frei durch den Boden. Doch zuvor haben wir noch eine klitzekleine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Das ist alles oder nichts, Quiz. Nein! Nur die Creme aller Creme unter unseren Kandidaten bekommt diesen Teil der Show überhaupt zu Gesicht. Also herzlichen Glückwunsch. Dazu wartet im alles oder nichts sogar noch ein weiterer, nicht minder fabulöser Preis auf den Gewinner. Doch auch an der Kehrseite der Medaille wurde gedacht. Denn wenn du verlierst, heißt es gnadenlos und ohne großen Pullover. Game over. Bitte? Viel zu viel Stress? Keine Lust auf einen Neuanfang? Tja, auch dafür bieten wir eine Lösung. Also lieber auf dem Pfad des Wankemus direkt zum Quell der frischen Farben einmischen, lassen wir die Runde ausfallen. Ich will nicht. Aber ich weiß, dass ihr mich hatet, wenn ich jetzt auf Nein drücke. Nee, ich lass mich lieber haten. Ich hab keinen Bock darauf. Wenn du jetzt aufhört, musst du wieder von vorne beginnen, wenn du das alles oder nichts Quiz spielen willst. Willst du nicht doch mit weitermachen? Nein, ich will nicht. Na gut, dann vielleicht nächstes Mal. Schließlich gibt's einen tollen Preis. Und das ist nicht alles. Wenn du wiederkommst, erwartet dich eine brandneue Herausforderung. Nun wollen wir dich auch nicht weiter von deiner weiteren Reise abhalten, nämlich der Reise zum Quell der frischen Farben. Genieß die schillernden Fluten. Doch platsch nicht länger, als ich es auch täte. Wie sagt ihr, ich fall durch den Boden. Tut mir leid, Leute, aber ich hasse Quiz. Zumindest in der Form. Meine Damen, meine Herren. Damit wären wir am Ende unserer Show. Einen allerletzten Applaus für Mario, den besten Kandidaten des Abends. Möge er uns bald wieder beehren. Bis dahin sollte nur eine Devise folgen, nämlich... Vizeknifferer 3, stürz dich rein und sei dabei. Sonst bist du ein Bödo-Ei bei... Sei nicht Shy Guy. Nicht noch einmal. Das mache ich nie wieder. Und drin sind wir. Na dann, Bodo Junior. Wir sind also endlich da. Na schön. Bunt ist ja auf jeden Fall. Die Feierbruch wird euch wieder in Alpen jugendlichen frischen Glanz erstrahlen lassen, junger Herr. Ganz so, wie man es von einer speziellen Spezialquelle erwartet. So wollig warm, so farbenprächtig. Ich genieße die Farben mächtig. Gut so, Junge, ja. Das Bad habt ihr schon lange nötig. Also, damit ihr nicht wieder etwas Farbe bekommt, meine ich. Dass ihr mir kein Härchen und kein Kreichen aus dem Quell reckt. Lob, ich hab's kapiert. Als hätte ich nicht schon genug gebadet heute. So, jetzt kommt der Original Bowser Jr. zurück. Hätte man aber vermeiden können, wenn er nicht nochmal da oben gebadet hätte. Habe ich es nicht gesagt? Schaut alle her, wie toll ich aussehe. Ach, war das einfach. Wenn ihr auf dem Weg hierher noch einen Zahn zugelegt hättet. Hm, ist was, Kamek? Ach, junger Herr, es fühlt mich einfach mit tiefer Freude, euch in aller Interfarbenpracht bewundern zu dürfen. Und all dies zusammen mit Mario, wenn ich daran denke, wie ich mich anfangs überwinden musste. Schnell diese Angst, dass euer Herr Vater davon Wind bekommt und mich zur Rechenschaft ziehen wird. Oh, jetzt lass dich mal ansehen. Ganz süß, diese großen runden Bäckchen. Die tiefschwarzen, seelenlosen Äuglein, daumendicke Klauen, lücken goldig.
Hey, mein Gesicht ist hier oben. Da verwechselst du wohl den jungen Herr mit seiner Clown-Kutsche, Olivia. Ach so, stimmt ja. Sagt, Junge, wäre es euch möglich, mit eurem Gefährt zu jener blitzschleudernden Monstrosität in den Wolken zu gelangen? Klacho, ich habe null Angst vor Blitzen und Donner. Den Kerl mach ich sowas von platt. Von mir aus könnt ihr gleich reinhüpfen und wir fliegen sofort hin. Na, was sagt ihr? Warte mal, nein, da hinten ist noch mal. Oh, so haltet euren Enthusiasmus noch ein wenig länger im Zaum, junger Herr. Denn anscheinend hat Mario noch Wichtiges zu verrichten, ehe wir die Rückreise antreten können. Gehen wir doch mit Hilfe jener Vorrichtung dort hinten zum Meister Bowsers Festung zurück, wenn wir hier fertig sind. Ja, das ist der Quell der frischen Farben, weil ich sehe da was, das mir ins Auge gesprungen ist. Nämlich das hier. Ein neues, wunderschönes Café. B, vergnügt euch. Habe ich mir nicht mehr vergnügt. Hallo Mario. Ich will für meinen Kaffee hier. Hallo, wie wär's mit einem ganz normalen schwarzen Kaffee? Ah, wunderschön. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Das ist der beste Instant-Kaffee, den man für Münzen kaufen kann. Wow, sind die Leute hier gesprächig? So, nochmal da hoch. Eigentlich müssten die dabei kaputt gehen. So. Dann speichern wir und lassen Bowser Jr. seine Arbeit verrichten. Kann ich hier oben erst noch... Ja, danke. Ich darf. Geld. Schöneres gibt es nicht auf der Welt. So, hier rechts war auch noch. Genau, da ist so ein Plättchen. Da wählen wir innen einmal drauf. Hier ist ein Händler. Ich und hier feststecken, aber woher denn? Ich genieße nur die herzallerliebste Landschaft. Der hat festgesteckt. Endlich gerettet. Ey, du hast doch bestimmt was für mich, das ich haben will. Igel exklusiv und extra günstig. Ich verkaufe Zubehör, es ist gutes Zubehör. So mehr fällt mir nicht ein in Sachen Reklame. Ja, das ist gutes Zubehör. Ah, da hält man die Retro-Effekte. Ich kaufe auf jeden Fall alles. Goldabwehr plus, Gold-KP plus. Und den Retro-Effekter. Oh, den muss ich mir später holen. Holen wir uns beim Rausgehen wieder. So, aber erstmal... So. Nur noch zwei Sachen fehlen. Der Retro-Effektor und eine Glocke. Für die Glocke können wir mal in den vorherigen Gebieten alles gucken. Und wir den da holen können. Also die letzte Glocke. So, Bowser Jr., dein Job. Schaut, Junge, her, der Falschjäger auf der Wolke, der uns den Eintritt in die Festung verwehrt. Aha, und der soll da weg. Kleinigkeit, los, alle einsteigen. Let's go. Dich mach ich platt. Da wären wir, Mario. Ich lege die Entsorgung dieses Rabauken in deine fähigen Hände. Ich werde dir von hier aus Mut zurufen und um meinen eigenen Leib und Leben zittern. Ah, sowas wie ein Mini-Boss-Kampf jetzt. Das ist kein normaler Fallschläger, Mario. Schau nur, wie um ihn herum die Blitze knistern.
Hilfe, und jetzt kommen auch noch Mini-Versionen von ihm hinzu. Die sind irgendwie knuffig, findest du nicht? Ob das alles Brüder sind? Aber, also nicht nur Sumo-Brüder. Ich finde sie jedenfalls total niedlich. Hör mal, vielleicht kannst du sie ja nur ein bisschen platt machen. Felder fassen, Männer! Was soll das denn? Ey, unsere Felder, das geht nicht! Oh, ich nehme alles zurück. Hängen wir sie bitte extra platt, diese fiesen Falschspieler. Hey, ihr gebt uns sofort die Felder zurück. Die sind kein Spielzeug. Wisst ihr überhaupt, wie fies man sich am Papier schneiden kann? Okay. Ich will auf jeden Fall ihn verprügeln. Nein, so wird das nix. Eigentlich habe ich schon alles, was ich brauche auf dem Weg. Ich laufe nämlich hier einmal im Kreis und kann dann da hochrennen und dem eine reinhauen. Ich soll den hämmern. Ausrüstungsmenü, ich habe da bestimmt auch noch einen Wurfhammer. Ich habe auch irgendwann sagenhafte Stiefel eingesammelt. Da habe ich einen Wurfhammer, habe ich auch noch einen besseren Glitzerwurfhammer. So, erstmal hau ich die eine runter. Pam. Oh, das trifft den da oben. Aua. Ich will das jetzt nicht schon wieder in zwei Teile strecken müssen. So klappt's. So, ich habe mir eine Lektion gelernt. Sagenhafter Hammer. Der lebt noch. Aua. Gut, dass ich mir die Sachen alle vorher geholt habe. Ich will auf jeden Fall den einen Typen, glaube ich, zuerst vernichten. Na gut, verprüge ich ja den hier. So, zweimal sagenhafter Hammer. Exzellent. Besser geht's nicht. So. Einer K.O. Ja, Leute, wir müssen das auf jeden Fall in zwei Parts schon wieder strecken. Ich mache mal hier einfach einen Zwischenstopp. Obwohl, wir machen jetzt mal eben kurz die Runde hier zu Ende. Nein, da kann ich nicht zuschlagen.
So, jetzt rennt er wenigstens an einem Punkt, wo ich beenden kann, weil da kann ich mir dann Zeit lassen. Wir müssen hier für heute mal Schluss machen. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.